Es war schön, in den letzten Tagen so deine Musik so ganz intensiv zu hören. Und ich verfolge das ja schon eine Weile, was du machst, weil mir irgendwann Robert Landwehrmann von dir erzählt hat und war total begeistert. Diese Pianistin, die spielt wahnsinnig geil. Musste mal auschecken und im Auge behalten und so. Und ja, das war schön, als ich dich dann das erste Mal gehört habe. Das war natürlich übers Internet. Und jetzt konnte ich dich ja auch schon mal live hören. Ich bin wirklich sehr begeistert von dem, was du machst am Instrument. Und, wow, danke. Es hat für mich so eine Selbstverständlichkeit irgendwie. Zum einen, wie du am Instrument sitzt, aber auch, wie die Musik so rauskommt. Also, und das ist eigentlich weniger eine Frage als eine Feststellung, obwohl ich mich natürlich frage, woher das kommt. Also, es scheint so, als würdest du nichts wirklich hinterfragen, wenn du spielst. Das ist super, dass das so rüberkommt, aber ich würde schon sagen, dass ich eher ein grüblerischer Mensch bin und sehr viel über die Dinge nachdenke, die ich, mit denen ich mich musikalisch befasse. Das muss gar nicht unbedingt immer so analytisch sein, aber ich versuche generell natürlich schon den Eindruck zu erwecken, dass das alles ein leichtes Spiel ist, und manchmal ist es das auch. Du kennst es sicherlich auch. Manchmal läuft man irgendwie gegen eine Wand, und manchmal läuft es aus irgendeinem Grund einfach so. Aber ich versuche auf jeden Fall, das schon zu hinterfragen, was ich spielen will, und versuche auch meine musikalischen Erkenntnisse, die ich nach und nach gewinne, immer zu hinterfragen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das, was ich heute als Wahrheit für mich so entdeckt habe, in zwei Wochen schon wieder völlig nichtig ist oder für mich gar nicht mehr stimmt. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht schlimm, dass das alles so im Wandel ist, weil es ist ein Prozess, und das ganze Leben ist eigentlich ein ständiges Empfangen und wieder verwerfen und so weiter. Und deswegen ist das eigentlich was ziemlich Natürliches für mich, glaube ich. Kannst du Sachen beschreiben, die für dich zuerst mal total klar waren und dann hast du sie hinterfragt und jetzt ist es irgendwie gar nicht mehr so? Ja, ich glaube, ich erinnere mich, also dann an das Größte, an das ich mich erinnere, was für mich so ein Aha-Erlebnis war, ist, dass ich lange Zeit gedacht habe, dass es Sachen gibt in der Musik, die richtig und die falsch sind. Also gerade am Anfang des Studiums, wo ich noch nicht so viel Ahnung hatte von dem, was ich mache oder von dem, was mich interessiert, was ich sein will, was ich spielen will, da hatte ich einen Lehrer, der mir einen sehr klaren Fahrplan mitgegeben hat von den Sachen, die ich üben kann. Und das war auch damals ziemlich gut, weil ich konnte noch nicht wirklich spielen und ich musste erst mal so das Handwerk checken. Aber ich bin immer mit so einem Gefühl in den Unterricht rein, wie heute darf ich keine Fehler machen oder ich muss es genauso abrufen, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Und da hatte ich dann schon das Bild davon, von mir oder von den Sachen, die ich spiele, dass es eine sehr klare Trennung gibt zwischen dem, was ich gut finde, was ich richtig gespielt habe, was ich richtig geübt habe und richtig umgesetzt habe, dann und was nicht. Und ich glaube, das hat sich erst so ein bisschen gelegt, als ich mich mit der Musik von Paul Bley beschäftigt habe. Weil das war so eine totale Offenbarung für mich. So hatte ich noch nie jemanden Klavier spielen hören vorher. Ich habe mich natürlich auch mit Musik beschäftigt, die bis zu diesem Zeitpunkt, die eher so ein bisschen straight ahead war, beziehungsweise so schon vielleicht aus der Funkmusik höchstens kommt, wo irgendwie eine ganz klare musikalische Sprache gesprochen wurde, vielleicht auch eher in einer traditionellen Art und Weise, die dieses Bild von falsch und richtig noch ein bisschen unterlegt hat. Aber als ich dann mit Paul Bley irgendwie auf eine völlig andere Art zu denken und Musik zu machen gestoßen bin, habe ich das eben hinterfragt, dieses falsch und richtig. Und das war letztendlich, glaube ich, so das zu der größte Augenöffner, was auch Musik generell angeht und ich glaube auch das Leben generell. Ich bin mir bis auf moralische
Fragen, die man, glaube ich, als normaler Mensch ziemlich klar mit Ja und Nein richtig und falsch beantworten kann. Mittlerweile fast unsicher, ob es im Leben falsch und richtig gibt. Mhm. Also das ist jetzt sehr philosophisch, aber ja, ich mache mir da auch gerne Gedanken drüber. Und ich bin mir eben, wie gesagt, im Vergleich zu vor ein paar Jahren gar nicht mehr so sicher, was das angeht. Mhm. Ja. Was war diese erste Aufnahme von Paul Blais, die du da gehört hast? Ich glaube, das war das Album Open to Love. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube, ein Kommilitone hat es mir gegeben. Mhm. Mit welchen Worten? Einfach so, check mal aus? Ich glaube, die Worte waren, was Solo-Klavier angeht, ist Paul Blais ja der Größte. Ah ja, okay. Und ich hab damals kein Solo-Klavier gehört und ich habe auch noch nichts von Paul Blais gehört und habe dann eben nichts ahnend diese Aufnahmen mir angehört und das war auf jeden Fall nicht so falsch, diese Aussage von ihm. Ja. Denkst du manchmal an ihn, wenn du spielst? Ja, aber ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auf das Programm, was ich spiele. Ich glaube zum Beispiel, dass in dem Schumann der Paul Blais eher nicht so durchkommt, was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich ein bisschen ein anderes Mindset einnehme, wenn ich Schumann spiele, als wenn ich jetzt komplett frei Erklär spielen mal. Würde. Also wenn ich, beim völlig Freispielen ohne jeglichen programmatischen Bezug sind einem natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber wenn ich Schumann spiele, habe ich schon das Gefühl, dass gewisse Sachen einfach nicht wirklich funktionieren. Beziehungsweise wenn ich sie spiele, komme ich nicht Schumann nahe. In einer Art und Weise, dass ich nicht auf das Stück, was Schumann da geschrieben hat, im Original richtig zugreifen kann. Also wenn ich weiß, okay, ich möchte jetzt das Stück Erster Verlust spielen, versuche ich mir schon vorzustellen, wie ich das Original erstmal spielen würde. Also mit welchem inneren Gestus gehe ich an dieses Stück heran und ich glaube nicht, dass da gute Frage. Jetzt bringst du mich zum Nachdenken. Vielleicht ist es beim ersten Verlust nicht ganz so krass wie bei einem Stück wie Mai, lieber Mai oder Glück ist genug, wo ich finde, dass die Stimmung des Originals schon eine sehr klare Aussage trifft. Mhm. Ich glaube, dass sich niemand mit dem Titel Glück ist genug identifizieren kann, wenn ich jetzt irgendwelche krassen Cluster spiele oder einfach eine Wahrnehmung von dem Stück habe, die dem Schumann wirklich komplett entgegensteht. Deswegen glaube ich schon, dass mir da im Kopf erstmal gewisse Schranken gesetzt sind, aber die empfinde ich nicht als störend, sondern als eigentlich eher inspirierend. Also wenn ich an das Stück Glück ist genug denke, dann stelle ich mir eben vor, wie aufregend und wie prickelnd dieses Original ist und wie so eine innere Unruhe vielleicht auch, wie kann ich die möglichst freudig mit meinen eigenen Worten oder mit meinen eigenen musikalischen Worten beschreiben. Und das ist eigentlich die Herausforderung an diesem Programm, eben schon mit dem Hintergrund des Originalstücks an die Improvisation ranzugehen. Und das Originalstück, wie hast du dir das erarbeitet? Also ich meine, klar, es gibt den Text sozusagen, den Notentext, und den hast du gelernt. Aber wie sieht da deine Arbeit so ganz im Detail aus? Am Anfang steht natürlich das Auswählen der Stücke, so welche sich vielleicht besonders dafür eignen, drüber zu improvisieren. Und ich habe auch tatsächlich bei einigen Stücken gemerkt, die es dann eben nicht ins Programm geschafft haben, dass ich mich da eher verrenne oder in gewisser Weise immer ähnliche Wege einschlage. Dass ich einfach, wenn ich drüber spiele, merke, okay, von so vielen verschiedenen Seiten kann ich mich dem Stück gar nicht nähern, wie ich es eigentlich will.
Und genau, wenn ich dann Stücke gefunden habe, die mir zusagen, damit frei umzugehen, dann muss ich natürlich irgendwie das Original erstmal gut kennen und checken, was da pianistisch passiert, wo die Melodie liegt, was die Begleitung macht, wie das aufgeteilt ist, was da harmonisch passiert auch. Dann habe ich es meistens in verschiedenen Tonarten geübt, so einfach aus Spaß und habe dann die Melodie zum Beispiel mal in die linke Hand gelegt oder mal in die Mittelstimme und habe einfach versucht, auch pianistisch erstmal mit dem Grundmaterial irgendwie frei umzugehen. Mhm. Und danach kommt dann vielleicht der Versuch, so zu improvisieren, wie Schumann es hätte auch schreiben können, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt perfekt sein muss oder dass es jetzt genau die gleiche Qualität hat wie das Originalstück. Aber dass man einfach mal in eine Art von musikalischer Sprache reinkommt und sich auch so ein bisschen begrenzt erstmal, was dem Stück hätte dann auch folgen können oder als Intro hätte funktionieren können. Genau, und dann, was könnte der nächste Schritt sein? Hast du dir Sheets gemacht, sozusagen? Ich habe mir Notizen gemacht. Ja. Notizen? Also ich habe mir Notizen gemacht, was ich an den Stücken sehr charakteristisch und eigenartig finde. Also hast du das in Worte gefasst oder in Noten gefasst? In Worte. Ah ja, okay. Ja. Was steht dann da so ungefähr? Zum Beispiel bei Glück ist genug hatte ich, hatte ich irgendwas mit Oktaven oder so. Und mit diesem, was hatte ich da geschrieben? Auf jeden Fall irgendwas mit abwechselnden Patterns links, rechts. Mhm. Jetzt muss ich überlegen. Also, dass auf jeden Fall die Melodie auch sehr schnell wechselt zwischen den beiden Händen. Also am Anfang. Also, dass die rechte Hand und die linke Hand sowohl auch mal diese Ufter-Ufter-Patterns haben oder so. Und so steht es auch in den Noten von Schumann. Ja, genau. Play Ufter-Ufter. Ufter-Ufter-Pattern. Ja. Mhm. Genau. Und was wollte ich sagen? Ach so, genau, dass es zum Beispiel relativ viel auf Dominant-Sept-Akkorden aufgebaut ist und so weiter. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das dann unbedingt so spiele in der Improvisation, aber einfach dieses Wissen, wie Schumann Spannung erzeugt, mit welchen Mitteln, ist auf jeden Fall gut zu haben. So. Und ob man es dann macht, ja, wird sich zeigen. Mhm. Du hast jetzt öfters darüber gesprochen, über das Stück spielen, aber ich habe eher das Gefühl, also nicht, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe eher das Gefühl, du spielst mit den Stücken als über die Stücke. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Also es kam selten auf der Platte vor, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hat sie hier eine Form und jetzt wird ein paar Chorusse drüber gespielt. Sehr selten oder vielleicht sogar gar nicht. Ja. Es war auch manchmal schwierig für mich rauszufinden, welches Stück du überhaupt. Ich habe immer die CD gehört und nicht geguckt, was du spielst. Und dann, das klingt irgendwie nach etwas, was ich kenne. Aber es geht die ganze Zeit so rein und raus. Ja. Und das fand ich total, das fand ich fantastisch, wie das so von einem ins andere ging, ohne dass man jetzt merkt, okay, jetzt wird improvisiert darüber, sondern eher so, ja, du bist irgendwie voll in dem Stück drin und umkreist es und wirfst es hoch und springst damit. Also du machst ganz viel damit so. Ja. Waren das die Stücke, die dann eher rausgeflogen sind, wo du das Gefühl hast, jetzt hast du hier so eine Form und da passiert dann immer wieder das Gleiche, oder? Nee, ich glaube, dass ich zu keinem Zeitpunkt in diesem Vorbereitungsprozess, will ich es mal nennen, auf die Platte das Gefühl hätte, dass ich in einer Form bin. Mhm. Die sich dann immer wiederholt. Also es gibt sicherlich irgendwie ostinate Stellen, die sich wiederholen oder vielleicht wiederholt sich auch mal ein Formteil oder eine Art Formteil so ähnlich dann später nochmal. Mir war es eigentlich immer wichtig, die Stimmung auf meine Art und Weise wiederzugeben
oder meinen Blick eben auf dieses Stück zu werfen. Und bei einem Stück wie, was habe ich gespielt, den Wilden Reiter. Wie geht das nochmal? Oder so ähnlich, ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Da ist es mir eben nicht gelungen, auf dieses Stück auf verschiedene Art und Weisen irgendwie eine Perspektive zu finden, oder ein Verhältnis zu finden, was ich da dazu einnehme. Es ging dann immer in eine Richtung, die eben dem Original irgendwie ähnlich war, das heißt rhythmisch oder harmonisch. Es war nicht dehnbar genug vielleicht. Ich konnte nicht flexibel genug mit dem Stück spielen und mit dem Stück umgehen. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Hast du das beim quasi Studium zu Hause gemerkt oder auf der Bühne, dass du teilweise auch Stücke mit auf die Bühne genommen hast und dann gemerkt hast, okay, vielleicht sind die nicht so geeignet jetzt für das Projekt? Das ist tatsächlich zu Hause entstanden. Und ich habe mich, also es klingt immer komisch, wenn ich sage, ich habe die Improvisation vorbereitet. Dann frage ich mal, ist doch improvisiert. Mhm. Aber es war tatsächlich für mich sehr wichtig, mich erstmal mit diesem Material so auseinanderzusetzen und mir das so zu eigen zu machen, dass ich dann damit frei umgehen kann. Eben weil ich diesen Bezug dazu einnehmen will und nicht irgendwas spielen will, was dann beliebig wird. Und das ist auch was ich immer wieder neu machen muss. Also ich muss mich auch immer wieder neu mit diesen Stücken auseinandersetzen, so wie jetzt gerade. Also ich habe sie jetzt vielleicht im Original schon eine Weile nicht mehr gespielt und jetzt fängt es schon wieder an, so ein bisschen zu verschwinden. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht damit improvisieren könnte, das würde schon gehen, aber ich will eben auch schon das Originalstück parat haben auf eine Art und Weise. Und nicht nur so leicht so halb greifen. Die Stellen, greifen. An die man sich halt erinnert. Genau. Ja. Das ist ein sehr unbefriedigendes Gefühl und es macht einfach weniger Spaß, mit diesem Gefühl auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ja, ich wollte nämlich fragen, wie hat sich dein Verhältnis zu den Originalstücken verändert? Oder hast du durchs Improvisieren neue Erkenntnisse über das Original auch gewinnen können, die du vielleicht vom bloßen Spielen des Notentextes vielleicht hättest nicht gewinnen können? Ich glaube, ich bin dem Schumannschen Wesen und dem Komponierstil vielleicht schon insgesamt ein bisschen näher gekommen dadurch. Das sind zwar jetzt alles nur so Miniaturen, aber ich glaube, darin zeigt sich sein Stil und seine Persönlichkeit trotzdem schon sehr, sehr stark. Und auch eine sehr, wie soll ich sagen, es ist eine Musik, die eine Art Sog aufbaut, finde ich. Ich finde es immer interessant, wenn Musik irgendwie auf eine Weise nachvollziehbar ist, dass ich nicht mich ständig fragen muss, okay, wo kommt dieses Ding jetzt her und jenes Ding? Ich verstehe nicht, warum es jetzt wo es herkommt, beziehungsweise wo der Anknüpfungspunkt zu dem ist, was gerade gespielt wurde. Das habe ich manchmal ein bisschen bei Beethoven das Gefühl. Das ist manchmal, also ich schätze natürlich, ich meine, das ist ein großartiger Komponist und ich liebe auch viele Sachen von ihm, aber manchmal verliere ich da den Überblick, wo alles herkommt, wo es original ist. Das ist manchmal überwältigend. Ja, genau. Und das habe ich zum Beispiel bei Schumann nicht, auch bei Ravel nicht. Und solche Musik fasziniert mich irgendwie. Das heißt nicht, dass es auch nicht mal einen Bruch geben kann oder was abrupt verlassen wird, aber wenn es halt dann ständig passiert, dann, dann komme ich nicht mit. Auch wenn es tolle Musik ist. So. Gibt es Sachen, harmonische Wendungen oder vielleicht auch Voicings, die jetzt durch diese intensive Arbeit damit so Teil von deinem Fundus wurden, die du öfters jetzt sogar benutzt? Ja, sicherlich gibt es das. Ich überlege gerade, was es sein könnte. Ja, ich glaube, dass generell das Dominant-Sept-Akkorde und Moll-6, Dur-6-Akkorde, dass ich die
stärker wahrgenommen habe dadurch. Mhm. Wenn es zum Beispiel mit einer Art von Voicing wie diesem hier, spiel das nochmal, bitte. Eins davon. Genau, also sowas zum Beispiel. Oder sowas. Ja. Ja. Oder, okay, das, ja. ist jetzt kein besonderes Voicing, aber da, wenn irgendwie eine Verbindung zwischen Jazzharmonik und Sachen, die genauso auch in der Klassik vorkommen könnten, wie es ja bei romantischen oder spätromantischen Komponisten oft der Fall ist. Wenn man das irgendwie geil verbindet, wie du das ja auch machst in deiner Musik, das hat auf jeden Fall was in mir verändert. Und ja, ich glaube, dass das eines der größten Sachen ist, die ich dadurch gelernt habe. Aber auch rein pianistische Sachen, wie zum Beispiel Ausdauer und Kraft in der linken Hand zu üben. Oder wie machst du das? Hauptsächlich über so Staccato-Geschichten, indem ich also versuche, irgendwie zum Beispiel oder dann eben irgendwie eben über Ostinati dann vielleicht auch mal eben so ganz technische Sachen zu trainieren oder Doppelgriffe irgendwie in die linke Hand einzupflanzen. Finde ich auch immer super interessant, wenn man mit links oder in den Mittelstimmen links Melodien spielt. Damit man dann die rechte Hand noch frei hat, da noch was Cooles zu machen. Mhm. Ich glaube, das sind so Sachen, über die ich in meinem normalen Jazz Kontext oder Jazzleben vorher überhaupt gar nicht nachgedacht habe und die mich sehr bereichert haben. Cool. Ja. Ja, das sind wirklich viele der Sachen, die mich auch so total an deinem Spiel begeistern. So, das ist die ganze Zeit, das ist nie so, okay, Schema F und das hören wir uns jetzt für eine Stunde lang an. Also dadurch ist dieses Solo-Klavier, improvisierende Solo-Klavier, bleibt irgendwie die ganze Zeit spannend, weil du so viele verschiedene Facetten hast. Ja. Und die aber jetzt nie so, ich habe nie das Gefühl, du willst irgendwas zeigen oder so. Also ich habe nie das Gefühl, du willst irgendwas beweisen, hast nichts zu beweisen. Du spielst einfach. Das ist dieses Selbstverständliche, was ich am Anfang meinte. Das, ja. Das finde ich total beeindruckend. Also, weil das ist schwierig. Das ist schwierig, wenn man alleine am Klavier sitzt, dass man dann einfach sagt, okay, das ist jetzt, wie ich spiele. Und das hat zwar sehr, sehr viele Facetten, aber du bist überhaupt nicht so, und jetzt spiele ich Staccato in der linken Hand. Ja, ja, ja. Und weil also die Gefahr ist ja, wenn man sowas kann, ist ja da, dass man das nur, weil man es kann, dass man es macht. Aber es ist ja, das mit dem Staccato, das war natürlich, also ich, das heißt nicht, dass ich jetzt das immer spiele. Oder das, machst du das ja auch ist nicht jetzt, immer. Ja, genau, aber das war jetzt nur so ein Beispiel. Also klar, ich weiß, was du meinst mit dieser und jener Karte und hier noch ein bisschen Blues und hier Cold Rain Changes und so weiter. Ja, klar, das stimmt schon. Das ist voll. Die Gefahr ist natürlich da, wenn man viele Sachen übt und mit vielen Sachen sich gleichzeitig beschäftigt, das dann auch sich selbst zu beweisen zu wollen. Es geht ja nicht immer nur darum, dem Publikum zu zeigen, an was man gerade arbeitet. So, diese Vorstellung hatte ich auch zu Beginn meines Studiums natürlich, wie wahrscheinlich jeder. Sondern auch, um sich selbst zu zeigen, okay, wo ist das denn, was ich gerade geübt habe? Ich will es doch mal, ich will es doch mal einbringen. So. Wie hast du gelernt, damit zu arbeiten oder dagegen zu arbeiten? Ja. Ich glaube generell, indem ich verinnerlicht habe, dass es mir nicht gut tut und der Musik auch nicht, wenn ich irgendwas forciere oder pushe oder so. Und dass ich mich, wenn ich dann die Aufnahme im Nachhinein höre, immer an diesen Stellen genau ärgere, weil ich weiß, das macht überhaupt gar keinen Sinn, warum ich das jetzt so gemacht habe.
Und dann, ich glaube, wenn man das ein paar Mal erlebt, dass man sich wahrscheinlich auch selbst dabei gar nicht so gut fühlt, weil man denkt, okay, jetzt diese Sache, dann habe ich es einfach gelassen. So. Und, aber ich glaube, die Sachen, die man spielt, hängen natürlich auch in gewisser Weise von dem ab, auch unbewusst ab, was man gerade macht und womit man sich beschäftigt. Das muss auch nicht immer was Gutes sein. Also ich habe auch gemerkt, dass ich Konzerte spiele, die sehr in eine bestimmte Richtung gehen, die vielleicht für den Zuhörer jetzt gar nicht unbedingt so bemerkbar ist, aber mich selbst aus so einer Position nicht rauslässt, aus der ich eigentlich ausbrechen will. Ich bin dann, habe dann manchmal so das Gefühl, ich bin in so einem Korsett drin und kann den nächsten Schritt nicht gehen, der mich davon befreit. Genau, das muss nicht heißen, dass das ganze Konzert dann schlecht ist, aber es gibt diese Momente, aus denen ich dann gerne mal eine komplett andere Tür aufstoßen würde, aber ich find den Türknauf nicht oder so. Ja, das ist auf jeden Fall was, an was ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang arbeiten kann. Auch diesen Überblick zu bewahren über das große Ganze, welche Form das die Musik in diesem Konzert schon angenommen hat, wo es vielleicht schon war. Das nicht erst im ganz am Schluss zu reproduzieren oder beim Anhören dann der Aufnahme, sondern vielleicht auch schon während des Konzerts irgendwie mal so irgendwie eine Vorstellung davon zu haben, was ist schon passiert, welche Sprache spricht die Musik gerade. Dass man so ein bisschen so Haus... Ja, Haus, vielleicht auch manchmal an gewissen Stellen wie so ein Architekt handelt. Ich glaube, man muss extrem vorsichtig damit umgehen, weil es sonst verkopft wird. Aber ich glaube schon, dass man gewisse Entscheidungen auch bewusst treffen muss. Vor allen Dingen, wenn man sich gerade irgendwie verrennt oder merkt, man kommt aus einer gewissen Sache nicht mehr raus. Und dann so einfach zu sagen, okay, Kapitel vorbei, ich zwinge mich jetzt wirklich eine andere Sprache oder eine andere Tonsprache vielleicht auch zu sprechen, damit es einfach eine neue, dass es sich wieder ein bisschen öffnet, die Musik. Und also manchmal fühle ich mich auf jeden Fall wie so eine Architektin manchmal vorstellen. Du hast jetzt schon öfters davon gesprochen, auch, dass du dann die Aufnahme von einem Konzert hörst. Nimmst du dich oft auf und hörst es dann bewusst? Ja, aber es fällt mir sehr schwer. Also ich habe mich bis jetzt nicht dran gewöhnen können, dass das was Normales ist, sich die Konzertaufnahme danach anzuhören. Und ich brauche auch meistens ein paar Tage oder eine Woche Abstand zwischen Konzert und Anhören. Ich bin extrem mäkelig so und mir fällt es dann einfach schwer, diese Sachen anzuhören, wo ich weiß, okay, ich kann es einfach gerade nicht besser. Und dann darüber nachzudenken, wie es dann auch in diesem Moment so passiert ist, das macht mich ein bisschen... Macht einen fertig. Macht mich ein bisschen fertig, ja. Aber es scheint in dem Moment dich nicht so zu stören. Oder dich nicht so zu lähmen, wie vielleicht im Nachhinein, wenn du es dir dann anhörst. Ja, wobei Sachen, die ich irgendwie nicht treffe oder wo ich mich verspiele, so die... Über die ärgere ich mich schon kurz. So, ich glaube, ich kann es mittlerweile recht schnell verwerfen und weitermachen. Und ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen nicht auffällt. Das ist mir auch völlig klar. Aber eben dann beim Anhören weiß ich ja, wie es mir da ging. Und das nervt dann schon. Aber schlussendlich habe ich natürlich durchs Anhören das meiste gelernt. Ich glaube, das ist bei jedem so. Ja. Und ja, es ist schon gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, ich habe da in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, warum sind wir eigentlich so hart zu uns selbst und bei anderen viel haben wir viel mehr ist man viel offener dafür, wenn mal was schief geht oder was auch immer,
Ich habe heute die Aufnahme gehört von Herbie, wie er über das Ravel-Klavierkonzert spielt, den zweiten Satz, wo er so drüber improvisiert. Echt? Ja, geil. Musst du mal hören, ist der Wahnsinn. Ist eins meiner Lieblingsaufnahmen. Natürlich auch das Stück an sich ist eins meiner Lieblingsstücke von Musik auf der Welt. Aber er spielt eben drüber und dann gibt es manchmal Momente, wo er einfach, der ist die ganze Zeit drin, ja, aber dann gibt es Momente, wo er so voll in den Changes drin ist und dann gibt es Momente, wo er rausgeht und dann gibt es Momente, wo ich meine zu hören, dass er vielleicht nicht ganz das gehört hat und es versucht so ein bisschen zu korrigieren. Mhm. Es klingt immer noch nach der schönsten Musik, aber ich hör diese Momente und das sind wahrscheinlich Momente, die mich selber, jetzt abgesehen von seinen Noten, aber solche Momente habe ich dann auch und denke, oh Mann, warum hast du das jetzt gemacht? Hm. Und es sind natürlich voll die Momente, die einen dann rausholen aus der Musik. Aber selbst wenn man es im Moment nicht so spürt, dann nachher beim Anhören denkt man so, oh, was hast du da jetzt gemacht? Aber wenn ich das von meinem Idol höre, dann denke ich so, ist alles cool, eigentlich super. Hm. Also, ist egal, die anderen Momente, die mir so viel geben daraus, übertreffen das ja. Total. Und so vergebend ist man mit anderen, aber mit sich selbst irgendwie nicht. Ja, total. Voll. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jemals, oder ob wir, wenn man einmal so ein Mindset hat, ob man das jemals ablegen kann. Ob ich glaube, man kann daran arbeiten. So. Ja, aber ich glaube, aber was denkst du, wird Herbie sich da geärgert haben an diesen Stellen? Ich glaube eher nicht, sondern wäre so, whoops, okay, was war das jetzt? Mhm. Und vielleicht höre ich das aber auch total falsch und ich verstehe es noch nicht. Das kann ja auch sein, weißt du? Mhm. Aber es sind so Momente, wo er bei einem Major-Akkord eine Kreuz 11 spielt, aber ganz klar, bei Ravel ist die normale Elf drin. Mhm. Und es klingt weniger wie sich ein gegen etwas aufbäumen, als ein, nicht ganz dort gewesen. Aber ist nicht schlimm, weil er hat so einen Sound, mit dem kannst du eh alles spielen. Ja. So. Mhm. Tja, hast du dich damit beschäftigt viel? Also hast du gemerkt, dass es bei dir besser wird? Oder arbeitest du das Bewerten dran? Ja. Ja, eigentlich schon. Also ich habe da versucht da eigentlich konstant dran zu arbeiten, dass man so spielt und alles so passieren lässt. Ja, voll. Ja, total. Selbst wenn ich was lese oder so, wenn ich Blatt lese, versuche ich auch da die Fehler eigentlich so als Möglichkeit zu sehen die ganze Zeit. Mhm. Also, ne, weil ich kenne das oft, dass wenn man auch von mir noch dieses falsch. Hm. Und wenn man es mit dem richtigen Ohr hören würde, was für mich ein offenes Ohr ist, kannst du jeden dieser Fehler als Möglichkeit sehen, von wo aus eine riesige Welt entstehen kann. Weil oft siehst du so, also ein Akkord hat mir oft eine riesige Galaxie an Ideen geliefert. Ja. So. Nur ein Akkord. Das heißt, wenn ich diese falschen Akkorde oder was auch immer, falschen Klänge mit dem richtigen Ohr höre, können mir die auch wieder so viel bringen. Hm. Ja. Das ist vielleicht manchmal zu Hause leichter hinzubekommen, diese Spielhaltung. Aber ich versuche mich beim Spielen auf der Bühne dran zu erinnern. Ja. Das so. Ist alles eine Möglichkeit. Ja, voll. Ich glaube auch, dass mich. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Jetzt reden wir über Fehler oder auch nicht Fehler. Das ist echt interessant. Aber ich glaube auch, dass mich auf der Bühne diese Sachen, die nicht so. Dass ich die Sachen, die ich nicht treffe, dass mich die nicht so ärgern wie dann später beim Anhören. Ja. Weil ich glaube, auf der Bühne finde ich schon Wege, damit umzugehen. Und entweder das als neuen Ausgangspunkt zu nehmen, wie du schon meintest, oder es eben zu ignorieren oder es gleich nochmal zu spielen. Aber trotzdem weiß ich ja beim Anhören der Aufnahme, dass ich das damals nicht so gewollt habe, wie es da ist. Ich höre auch immer so mit. Ich höre auch dann immer so mit, eigentlich müsste es jetzt da landen oder die Idee, die man da hatte, würde wahrscheinlich dorthin gehen und dann, warum geht es denn jetzt dahin? Aber ich merke schon, bei mir ist es, glaube ich, eher andersrum. Ich
ich mache was Blödes beim Konzert und hörst mir später an und denkst, so schlimm war es gar nicht. So, also warum machst du dich so fertig? Ist eigentlich alles okay. Ja. Und andersrum denkt man manchmal, boah, diese coole Stelle im Konzert, die möchte ich mir echt nochmal anhören. Und dann denkt man beim Anhören so, ja, okay, ja, es klingt halt so wie jemand, der das gerade richtig cool findet, was er macht und auch wieder bewertet letztendlich. Mhm. Ne? So, ja, geil. Und die Musik schon längst wieder weitergezogen. Ja. Wenn man es einfach so alles so nimmt, wie es ist, dann gibt es kein Bewerten, dann gibt es kein richtig falsch, dann gibt es keinen Fehler, sondern gibt es einfach nur, okay, wie kann ich das jetzt hier weiterführen oder wie arbeite ich hiermit? Ja. Ja, meistens sind die Sachen, die mich dann ärgern im Konzert oder danach, Stellen, an denen ich aus irgendeinem nicht wirklich nachvollziehbaren Grund irgendeine Idee verlasse, sei es absichtlich oder unabsichtlich, wahrscheinlich eher unabsichtlich, die aber es vertragen hätte, noch weiter entwickelt zu werden, in welcher Form auch immer. Mhm. Aber irgendwas ist ja, von irgendwas entsteht ja die Musik oder es gibt eine Anfangsidee und wenn die aus irgendwelchen Fingerfertigkeiten dann verworfen wird, weil man irgendwas nicht schafft zu spielen oder weil man sich nicht konzentrieren kann oder sei es irgendein Grund, der diese Idee leider verwirft, dann genau, sind das meistens die Stellen, die ich dann ein bisschen schade finde. Mhm. Aber klar, also natürlich ist das auch eine neue Möglichkeit, einen Weg einzuschlagen, den man gar nicht so hat kommen sehen. Und ich glaube auch bei dem Album gab es solche Stellen, die ich dann beim Nachhören eigentlich als am interessantesten empfunden habe, weil es plötzlich Wege sind, die ich so gar nicht von mir kenne. Ne? Mhm. Also es sind dann plötzlich Sachen, die ich überhaupt auch, wenn ich das nachhöre und mithöre, wie ich da gedacht habe, überhaupt gar nicht, die sich überhaupt gar nicht logisch anfühlen, aber trotzdem total sinnig sind. Logisch sind. Und ich bin dann, ja, im besten Fall ist man von sich selbst überrascht so und im schlechtesten eher genervt. Aber weiß man genau, was als nächstes kommt und ja. Genau. Ja. Können wir ein bisschen über Sound sprechen? Klar. Ja, ich stehe total drauf auf dein Sound, wie du am Klavier sitzt, wie wenig Arbeit das aussieht und aber was dafür dann erklingt. Wie hast du daran gearbeitet? Oder arbeitest du daran gerade? Ich glaube, ich versuche mir eigentlich nur die Frage zu stellen, erstmal, was ist das für ein Instrument, an dem ich sitze? Hat es irgendwelche Eigenheiten, irgendwelche klanglichen Charakteristika, die ich gut oder schlecht finde oder was auch immer, aber die auf jeden Fall erstmal so in Anspringen. Und dann versuche ich mir eigentlich vorzustellen, wie ich auf dem Instrument klingen will, ob ich diese Eigenheiten unterstützen oder eher ein bisschen abdämpfen will oder ein bisschen ausgleichen will. Dann weiß ich nicht. Dann versuche ich, wenn es ein sehr spitzes, obertonreiches Klavier ist, würde ich vielleicht sagen, dass ich eher versuche, durch einen langsamen Anschlag der Taste ein bisschen zu reduzieren, diese Schärfe. Und im Gegenzug, wenn es ein sehr weich intoniertes Klavier ist, was kaum scheint irgendwie, dass ich dann mir einfach vorstelle, dass ich durch einen sehr schnellen Anschlag der Taste Obertöne hervorhole, die da vielleicht gar nicht sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber in meinem Kopf funktioniert es. Wenn ich mir das vorstelle, dann klingt es anders. Stimmt, ja. Und vielleicht hilft das manchmal. Aber grundsätzlich glaube ich, habe ich dadurch, dass ich viel Klassik gespielt habe in meinem Leben, schon so eine recht solide Ausbildung genossen, was
Sound angeht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so, ob ich da sagen kann, was das genau ist. Ich meine, auf Oberstimmen achtet jeder, dass die schön singen, aber das ist ja kein Geheimnis. Ich weiß nicht. Also ich versuche einfach auszubalancieren, was an Material da, was an Stimmen da ist. So, mir völlig darüber bewusst zu sein, ob es gerade eine Melodie gibt, in welcher Hand oder in welcher Stimme die auch gerade liegen mag und dass die halt eine besondere Aufmerksamkeit bekommt. Und dann nehmen sich die anderen Stimmen zurück. Oder ich will genau das nicht. Ich will genau, dass es keine Melodie gibt und ich will einen völlig gleichförmigen Anschlag oder einen gleichförmigen Sound über das ganze Klavier. Mhm. Das kommt ja dann auch immer noch dazu beim Klavier, dass es meistens nicht so ist wie jetzt hier bei dem Steinway, dass fast alles gleich klingt. Ich glaube, da habe ich schon versucht irgendwie zu lernen, wie man da gegensteuert, indem ich eben das, was da ist, vielleicht auch fast ein bisschen umkehren kann durch die Art und Weise, wie ich die Taste anschlage, mit welcher Geschwindigkeit bis zum Tastenboden oder nicht. Geschwindigkeit ist ein Begriff, den ich noch gar nicht so mit Anschlag verbunden habe für mich. Eher Kraft oder weniger Kraft oder was für eine Art von Durchschlagskraft man da so. Aber ich habe das noch für mich noch nie mit Geschwindigkeit zusammen verbunden. Wie kommst du da drauf? Das finde ich interessant. Wie komme ich da drauf? Entweder ich habe es mal irgendwo gelesen oder selber dran geforscht. Ich glaube, es gibt da sehr kontroverse Meinungen zu diesem Thema, ob die Geschwindigkeit eine Rolle spielt oder nicht. Mhm. Ich glaube auch, dass Klavierpädagogen oder Forscher sich da nicht einig sind, oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit der Amplitude verwechsel, wie die Taste angeschlagen wird. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich nur bis zur Hälfte spiele oder ob ich bis ganz unten spiele. Ja. Und da ist ja schon der erste klangliche Unterschied da. Aber wenn ich jetzt überlege, spiele ich die Taste mit einem sehr schnellen Anschlag zur Hälfte oder spiele ich sie mit einem langsamen Anschlag zum Tastenboden? Mhm. Da kann ich eigentlich schon wahnsinnig viel rausholen. Mhm. Und beide Male werden völlig andere Oberton-Spektren angesprochen. Und ja, damit einfach irgendwie, das geht natürlich auch, es geht tatsächlich nicht in jeder Lautstärke. Also ich glaube, einen lauten Ton kann man nicht obertonarm spielen. Also ich glaube, wenn lauter Ton bis zum Tastenboden durchgehauen wird, so, dann kann man den nicht irgendwie besonders weich spielen, außer man benutzt vielleicht das linke Pedal oder so. Aber ich weiß nicht, es hat mich schon immer interessiert, wie man nur von den Tasten ausgehend, vielleicht auch gar nicht mal mit Pedal irgendwie, was man da für unterschiedliche Töne rausholen kann. Es hängt natürlich auch sehr vom Instrument ab. Aber im Idealfall, so wie jetzt, kann man da, glaube ich, einiges machen. Mhm. Machst du das viel, extra so Pedale weglassen und dich so herausfordern? Ja, schon. Das Rechte eher nicht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen faul, auch was Fingerlegato angeht und so weiter. Okay. Das heißt, du benutzt es sehr viel, das Pedal, oder? Ja, schon, würde ich sagen. Ja. Ist auch so eine Sache, die mir zunehmend wichtiger wird, weil ich einfach gemerkt habe bei Konzerten, wenn ich mich nicht wohlfühle auf dem Instrument, dass ich dann vermehrt ganz viel rechtes Pedal benutze. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie vielleicht verschwimmen lasse, aber ich versuche mir selbst einen Sound herzustellen, der mich ein bisschen einlullt und der mir ein bisschen mehr Komfort gibt mit dem Instrument, vor allen Dingen, wenn es sehr schrill ist und sehr laut oder spitz. Aber das dann eben auch im Blick zu haben, im großen Ganzen, wie war die Pedalbehandlung des Konzert gegenüber? War es eher viele Klänge, die in dem Pedal-Sound verschwinden, oder war es
war es abwechslungsreich und haben die Sachen irgendwie eine Kontur bekommen, allein durch die Pedalbehandlung. Nicht mhm. mal allein durch die Töne, sondern wie ist so der Pedalumgang. Mhm. Genau, das ist eine der vielen Komponenten, die ich irgendwie versuche im Blick zu haben während des Konzerts auch und da meine Architektenrolle mhm. wahrnehme sozusagen. Ja, weil es kreiert ja auch einen Raum total, das Pedal, ne? Ja. Ein extra Raum nochmal. Wenn du so mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammenspielst, was ist dir wichtig? Was erwartest du von jemandem, so im Bestfall, sage ich jetzt mal? Was brauchst du von jemand anderem? Ich glaube, ich brauche eine gewisse Kommunikationsbereitschaft auf der Bühne, aber auch, weil ich gemerkt habe, dass das dass es mir selbst hilft, wenn ich eben meinen Kopf hebe als Pianistin. Ich war lange Zeit auch eher so, mhm. mit dem Kopf nach unten und war, naja, mit mir beschäftigt, aber ich habe natürlich schon irgendwie mitgekriegt, was da draußen passiert, aber eben mal zu gucken, sich ein Feedback einzuholen und, und irgendwie eine generell offene Haltung einzunehmen, hat mir geholfen, besser klarzukommen mit allem und mhm. ich glaube, dass es mir auch gut tut, wenn ich von anderen Leuten dieses Gefühl bekomme, hey, ich bin bereit dafür, irgendwie ja. auch mit den Augen mal zu connecten oder ich bin einfach bereit dafür, Signale, auch optische Signale zu empfangen, nicht nur mhm. akustische. Und dann, tja, würde ich sagen, das generelle Dasein und das Wachsein und die absolute das Bewusstsein, was gerade passiert und jede musikalische Handlung mit genau diesem Bewusstsein und dieser Wachheit auszuführen. Auch Pausen genau bewusst und so deliberate zu spielen. Ich glaube, das ist generell was mich an Musikern fasziniert. An meinen Heroes so fasziniert, dass sie eben nicht zweifeln an dem, was sie tun, sondern es ist eben genau so, wie es ist. Es ist jetzt so, ob das jetzt gewollt war oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist genau so. Und wenn das dann noch meine Mitspieler sind, dann macht es mir noch umso mehr Spaß. Gibt es Leute, mit denen du zusammen gespielt hast, von denen du besonders viel lernen konntest? Ich glaube schon. Was mir jetzt sofort einfällt, ist tatsächlich dieses Konzert im Loft hier im März, kurz bevor der Lockdown kam, zusammen mit Rudi Mahal und Pascal Klever, Reza Skari und Live Berger. Was es ja jetzt auch als Platte gibt, was Leute hoffentlich dann jetzt einkaufen. Ja. Genau. Weil das wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Musik zusammenhängt. Und zwar habe ich mich auch relativ wenig mit Monk beschäftigt. Wir haben ein Monk-Programm gespielt und das aber auch recht frei und flexibel. Und ich hatte mich in meinem Leben relativ wenig mit Monk beschäftigt bis dahin. Warum? Gab es einen Grund für oder war das eher sicherlich, so? Sicherlich, ja. Ich versuche es in Worte zu fassen. Als ich angefangen habe, mich mit Jazz zu beschäftigen, hatte ich, wie gesagt, irgendwie eine sehr klare Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. Und ich kam aus einer Hörtradition, die na klar ein bisschen Klassik beinhaltete, aber auch viel Popmusik. Ich bin mit Popmusik aufgewachsen und habe dann darüber so ein bisschen, auch über Pat Metheny, so meinen Einstieg in Jazz gefunden. Und ich stand lange Zeit eben auf einem Spielstil, der schon sehr von Wohlklang geprägt war. Mhm. Und so Paul Bley hatte dann eben so die erste Tür aufgestoßen, aber irgendwie konnte ich mit Monk nichts anfangen, weil er einfach genau
das nicht gemacht hat, worauf ich bei Pianisten stehe. Und schöner Sound irgendwie. Mhm. Die, okay, er hat schon das Klavier irgendwie ausgenutzt in seiner vollen Bandbreite, aber ich fand seine Kompositionen geil, immer schon, aber nie, wie er gespielt hat. Ja, aber auf jeden Fall hat mich dann dieses Konzert nochmal dazu inspiriert, das nochmal zu probieren. Und letztendlich war auch das einer der ausschlaggebenden Punkte, dass es zu erkennen, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Und es ist er spielt einfach so und es gibt keinen Zweifel dran, ob das jetzt konventionell richtig ist oder nicht, ist völlig egal. Er spielt die Pausen und er spielt die Noten genauso und ist sich ziemlich bewusst darüber, was passiert. Das ist alles, passiert alles mit so einer Zielgerichtetheit und mit absolut. So einer. Absolut. So, und ich glaube, dass das Konzert und die Art und Weise, wie wir mit diesen Stücken umgegangen sind, ist natürlich auch sehr rabiat gewesen. aber es hat mich schon in andere Sphären katapultiert teilweise. Und ich habe Sachen gespielt, die ich von mir überhaupt nicht kannte, wo ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich in der Lage bin, sowas zu spielen. Es muss gar nichts Aufregendes Technisches sein, aber irgendwie hat es meinen Blick so ein bisschen gewendet und mir eine neue Sichtweise darauf verschafft. Und das wäre auf jeden Fall eine dieser Begegnungen, die mir jetzt spontan einfällt. Das war unglaublich, wie du da gespielt hast. Das war für mich total schön, das zu hören. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass du dich schon lange mit Monk beschäftigt hast in dem Moment. Aber vielleicht war das dann auch einfach gerade eine sehr intensive Vorbereitungszeit für dich. Wie sah die aus? Ich glaube, ich habe einfach ganz viele verschiedene Aufnahmen von den Titeln mir angehört und versucht so die Essenz, die Monksche Essenz zu greifen und sein Mindset zu verinnerlichen. Also ich glaube, dass das bei so einem Tribute gar nicht so verkehrt ist, wenn man sich vorstellt, zu denken wie er oder sich zu fühlen wie Monk, wenn er halt am Klavier sitzt, und dass da andere Sachen eher dann unwichtig sind, ist ja völlig klar. Aber ich glaube, man kann es einfach als Anlass nehmen, sein Vokabular oder seine Auswahl von verschiedenen Mindsets zu erweitern. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen verdeutlichen, wie das jetzt deine Sicht auf Monk oder auch sein Spiel verändert hat. Weil ich glaube nämlich, diese Sichtweise, die du hattest, ist eine, die ganz viele Leute haben. Und ich hatte die auch zu einem gewissen Teil so, bis zu einem gewissen Grad. Und es geht eigentlich immer dann so richtig los mit Monk und einem, habe ich das Gefühl, sobald man wirklich in die Tiefe geht und das versucht zu analysieren. Was nicht heißt, dass Leute, die jetzt nicht Klavier spielen können oder Musiker sind, das nicht auch schätzen oder lieben können oder dass sich da total drin verlieren können. Aber für mich war es auf jeden Fall so, als ich gemerkt habe, okay, wenn ich die Stücke jetzt mal richtig lerne und mit all ihren Ecken und Kanten, dann kriege ich eine ganz andere Sicht darauf. Oder für mich war ein wichtiger Punkt rauszufinden, als Monk gesagt hat, alle sprechen immer von meinen seltsamen Akkorden, für mich sind sie total logisch. Und das war für mich so ein krasser Moment. Weil wenn sie für ihn total logisch sind, dann habe ich einfach etwas noch nicht verstanden. Ja. Und ab da habe ich mehr auf seine Akkorde geachtet, mehr auf seine Voicings geachtet, mehr auf seine, auch die Melodietöne sind auch oft einfach, sind Teil von den Voicings oder Teil von den Akkorden. Ich habe das nie so zusammengepackt. So. Und was da einfach passiert, ist alles logisch. Es ist eigentlich nichts, was man nicht irgendwie erklären kann oder was nicht auf irgendeinem Level total sinnig ist. So. Ja, es gibt halt keine universelle Wahrheit. Das ist, glaube ich, das Schöne daran. Und man kann sich halt, von jedem, der einem zusagt, dessen
dessen Weltanschauung irgendwie, von dessen Weltanschauung bereichern auf eine Art und Weise. Und als jemand, die eben sehr mit einem sehr ästhetischen Klangverständnis aufgewachsen ist, ist das halt eine totale Bereicherung, mich mit dieser Kompromisslosigkeit von Monk auseinanderzusetzen. Das ist, ist der Wahnsinn, weil es ist, alleine wie er einen Ton spielt, das ist halt einfach so anders, als ich jemals einen Ton von mir aus spielen würde. Das ist nicht in mir drin, rein von meiner meiner Erziehung oder von meinem musikalischen Erfahrungsstand ist das nicht unbedingt Teil von mir, aber es ist doch umso schöner, wenn ich es dann selber ausprobieren kann und plötzlich sehe, okay, das geht auch, und was davon katapultiert mich irgendwie wieder woanders hin? Was öffnet es plötzlich für wahnsinnig viele Möglichkeiten? So. Mhm. Ja, absolut. Vielleicht andere Begegnungen im Sinne von vielleicht Lehrern oder Lehrerinnen, die auf deinem Weg dich begleiten haben, die dir Sachen gesagt haben, die dir immer noch wahnsinnig wichtig sind, die dir immer noch helfen oder auf die du immer wieder neue Rückschlüsse draus ziehen kannst. Bestimmt einiges, aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Letztendlich bin ich für jeden Lehrer, den ich hatte, wahnsinnig dankbar, weil ich es gab keinen Lehrer, von dem ich nicht wahnsinnig viel mitgenommen hätte. So spontan fällt mir jetzt ein Satz von Michael Fuchs ein, bei dem ich in Dresden studiert habe, der immer darauf bestand, dass man, während man improvisiert, auch gleichzeitig immer interpretiert. Das war immer, also es war ihm wahnsinnig wichtig, diesen Interpretationsaspekt, den man eben in klassischen Stücken so hervorhebt und der da eigentlich das Allerwichtigste ist, dass der phrasing-technisch, artikulationstechnisch in seiner Improvisation und in seinen Soli immer genauso vorhanden ist. Und ich glaube, das war indirekt ein ziemlicher Anstoßer, was diese ganze Forschung nach Klangerzeugung auf dem Klavier noch so ein bisschen vorangetrieben hat. Ah ja, cool. Er hat dann gesagt, ja, das lebt, wir haben uns dann gesiezt. Er ist von der älteren Schule und es lebt nicht, Frau Sommerer, Sie müssen da ein bisschen Leben reinbringen. So. Und dann hat er immer mich unterbrochen und mir die Line nochmal vorgespielt, die ich gerade gespielt habe. Und die eben total lebendig und viel aussagekräftiger nochmal vorgespielt. Ob das jetzt die einzige Art und Weise ist, wie man das machen kann, weiß ich nicht. Aber es hat mir schon viel gebracht. Mhm. Wow, cool. Was passiert so in der Arbeit mit deinem Trio? Wie arbeitet ihr miteinander? Grundsätzlich bringt jeder Ideen und Stücke mit. Wir hatten das Glück, dass wir im Sommer zusammen proben konnten, einen Monat lang. In der Nähe von München, da gibt es so ein Haus und so ein Stipendium der Stadt München. Und da hatten wir eben diesen großen Luxus, zusammenzuarbeiten, und zwar jeden Tag. Das ist wirklich unvorstellbar. Wie war denn so die Lernkurve, oder wie war es, wenn du den ersten Tag und den letzten Tag vergleichst miteinander? Wir hatten schon das Ziel, am Ende dieses Monats zwei Konzerte zu spielen, und zwar mit einem komplett neuen Programm. Wow, okay. Das war die Einstellung, mit der wir da reingegangen sind. Und es war tatsächlich so, dass jeder irgendwie schon was hatte, mit dem man zusammenarbeiten konnte. Und für mich war das aber eine total erfrischende Erfahrung und eine total wichtige Erfahrung, mal ein Stück nicht nur alleine zu schreiben, sondern mit anderen Leuten zusammen. Das mag jetzt total banal klingen für
für Bands, die eh viel zusammen auf die Beine stellen und zusammen schreiben, weil die, für die das Normalste auf der Welt ist, eben zusammen dieses Stück zu schreiben. Aber für mich war es gar nicht so bis dahin. Und ja, das hat mir einiges gebracht. Und ja, die Lernkurve war mal so, mal so. Wir haben teilweise auch ein paar Tage hintereinander nur gejammt oder nur Sachen geübt oder irgendwelche Sachen ausprobiert, wenn wir keinen Bock hatten, die Stücke zu spielen. Ja. Und letztendlich hat aber alles geklappt und wir haben ein Programm hinbekommen. Und ja, es ist super, super divers, weil wir alle drei, glaube ich, ziemlich unterschiedlich schreiben. Aber ich glaube, dass das unseren Gesamtsound auf jeden Fall erweitert hat. Darauf bin ich schon stolz auf eine Art und Weise. Was für Approaches, wie sagt man es auf Deutsch besser? Herangehensweisen. Was für Herangehensweisen hast du von den anderen lernen können oder hast du vielleicht einen anderen Blickwinkel dafür gewinnen können, wie man vielleicht auch vorgehen könnte? Weil du gesagt hast, ihr schreibt alle sehr anders. Ja. Also bei Tobias, unserem Bassisten, habe ich mitbekommen, dass er mit einer Idee das komplette Stück durcharbeiten kann. Also es gibt eine Sache, zum Beispiel eine Zwölftonreihe oder eine rhythmische Idee in Verbindung mit dieser Zwölftonreihe, die dann aus der dann das Stück entsteht tatsächlich. Mhm. Und ich fand es schon immer wahnsinnig faszinierend, wenn große Komponisten, Bruckmeier zum Beispiel, mit ganz wenig Material eigentlich so ein komplettes Ding bauen können. Das finde ich unfassbar spannend und das hat mir eben Tobi so ein bisschen gezeigt in seinen Stücken. Und wie viel man allein schon mit irgendwelchen Instrumentierungen dann noch rausholen kann aus der Musik, war mir bis dahin gar nicht so richtig bewusst. Also wir haben wirklich krass, vielleicht auch manchmal so eine Art Pop-Approach gehabt, indem wir irgendwie genau überlegt haben oder ausprobiert haben, das passt mit dem zusammen und so weiter und so fort. Und uns wirklich so wie Arrangeure gefühlt haben, in gewisser Art und Weise. Und bei Jan, Jan schreibt einfach sehr, sehr kurze Stücke, die auf dem Sheet erstmal total banal aussehen, aber die dann zum Leben erweckt werden, in der Weise, dass halt wirklich gar nichts vorgeschrieben ist, außer halt ein paar Töne. Und ganz, ganz minimalistisch, und der Rest gehört uns dann. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Gegenteil sogar von dem, wie Tobi schreibt. Ich habe aus beiden wahnsinnig viel gelernt, aus beiden Schreibweisen. Mhm. Ich frage auch immer gerne nach wichtigen Konzerterlebnissen, die man besucht hat. Also Konzerte, auf denen du gewesen bist, die dich irgendwie maßgeblich beeinflusst haben, an die du dich immer noch erinnern kannst oder wo man sich so hin zurückwünschen kann. Ja. Kannst du da ein paar von erzählen? Ich erinnere mich daran, zweimal in dem Beethoven-Zyklus von Daniel Barenboim im Pia Bolesz-Saal gewesen zu sein. Das fand ich auf jeden Fall Wahnsinn. So, auch mit welcher Selbstverständlichkeit er diese Werke interpretiert. Unglaublich. Was fällt mir noch ein? Dann erinnere ich mich an ein Konzert von Manuel Schmiedel, toller Pianist, der in New York wohnt, und der war mal im Blue Note in Dresden zu Gast an einem Wochentag.
ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, Rick Rosato hat Bass gespielt, ich weiß leider nicht mehr, wer der Schlagzeuger war. Auf jeden Fall waren so 5 Studenten da. Mhm. Und es war unglaublich, dieses Konzert war wirklich unglaublich. Und wir saßen da und konnten gar nicht glauben, was da im Blue Note passiert, weil das Blue Note ist so ein, man muss sich das vorstellen als, als Bar und als Jazzclub auch, aber es wird auch andere Musik dort gespielt und ja, es wird ja während des Konzerts auch getrunken, es ist aber meistens sehr, ja, sehr konzertant und leise auch. Aber es ist auf jeden Fall kein Laden, in dem man als ausländischer Pianist irgendwie spielt, wenn man, also es ist auf jeden Fall eher ja, ein Laden, in dem man mal was ausprobieren kann oder einfach eine gute Zeit hat, auf jeden Fall. Aber es ist kein klassischer Jazzclub in dem Sinne. Und, aber dass dieses Trio dann da war und so die Hütte abgebrannt hat, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Boah, ich glaube noch so viel mehr, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Das wird ist, vielleicht noch kommen. Dann. Ja. Ja, ich kann mich an noch ein Konzert erinnern, was ich in Berlin gesehen habe mit Simon Sieger. Das ist ein französischer Pianist, der zusammen mit Michael Griner und Joel Grip eine Art Ellington-Programm gespielt hat. Und wenn ich jetzt so drüber rede, fällt mir ein, dass es eigentlich eins meiner absoluten Lieblingskonzerte war, die ich jemals gesehen habe. Es war total authentisch Ellington. Also nicht, man hat sofort gemerkt, der weiß genau, oder die Leute wissen genau, was sie tun. Es ist nicht irgendwie gefaked oder so auf alt oder traditional getrimmt. Manchmal hat man ja das Gefühl, dass sich jemand nicht so wirklich 100% mit der Materie beschäftigt hat und dann eben versucht zu spielen wie. Aber es war eine Art Mischung aus Ellington in richtig geil und Messiaen und Bud Powell vielleicht. Aber es, also die, das, ja. Ich kann mich erinnern, ich saß da drin und ich habe wirklich gedacht, ich träume. So. Und es war auch so ein winziger Laden und es war noch irgendeine Geburtstagsgesellschaft vor uns, die da so ihre Käseplatten daneben aufgestellt haben und es war total absurd. Und dieses Konzert, ja, also Simon Sieger, wahnsinniger Typ. Ja, sehr zu empfehlen. Cool, sollen wir ein bisschen was spielen? Klar. Ja? Voll. Was sollen wir spielen? Irgendwas. Klar.